Glockenvierers. Und wir haben das orange Boot in Führung, auch wenn es jetzt gerade Krebs. Das wird spannend, denn jetzt kommen sie erstmal nicht wieder so richtig in Tritt. Und das gibt der Uni Bremen tatsächlich die Chance, hier vorbeizuziehen. Und dann sind Katja, Magnus, Maximilian, Nora und ihre Steuerfrau Emma auf einmal ein kleines Stückchen vorne. Und jetzt kommen die Orangen wieder zurück. Sie schaffen es vielleicht sogar wieder ganz nach vorne. Großes Fragezeichen. Nee, das Boot, das blau-gelbe auf der Mitte da, es schubt sich im Moment wieder durchs Vorhaben, ein klein wenig da hinten raus. So, jetzt ist es das letzte Rennen in diesem gemischten Gipfelvierer. Marburg liegt Kassel und Marburg ist vorne, Kassel ist hinten. Das ist eine einfache Ansage und schnell zu sehen, denn es ist eine Länge. Und die Kollegen schreien auch schon kräftig von der Marterkante hier rein. Deswegen geht es jetzt noch schneller, denn man kann sich ja nicht blamieren, wenn der eigene Vierer da am Steg steht und kräftig brüllt. Jetzt sind es gleich fast 2 Sekunden Vorsprung für das Team aus Marburg, für Cassara, für Luis, für Niklas, für Luisa und für Jan, die dann damit auch hier siegreich abschneiden. Glückwunsch, letztes Rennen noch gewonnen. Dann geht nur noch mal ganz kurz der 4:0-Sieg versalzen werden durch die Schülerrudergemeinschaft Erkrath auf der unteren Bahn, die dem Essener Ruder-Regatta-Verein noch einmal ein Rennen ablehnen will, aber während ich das sage, wird immer deutlicher, dass genau das einfach nicht stattfindet. Die Essener im blauen Boot, das sind Sarah Marie Bütting, Marie Breuer, Marlene Ströckling, Johanna Preuß und ein Steuer Frieda Weider. Da geht alles gut. Das sind fast schon 2 Längen Vorsprung. Und das werden sie bis ins Ziel auf jeden Fall durchhalten. Logischerweise Doppelvierer der Juniorinnen, Altersklasse B. Er geht nach Essen. Er grad Rang 2. Und jetzt ist hier das Achterrennen ausgebrochen. Die letzten Rennen gehören alle den dicken Schiffen und hier sind die schnellsten von ihnen. Das Boot auf der Außenbahn, das Boot Wannsee, Berlin, Kettwig, das Boot auf der Bahn 2, Wittenmülheim, auf der 3, Asobos de Vried und auf der Bahn 4 ebenfalls die Niederlande mit Jord. Das sind diejenigen, die sich jetzt hier das letzte Mal noch duellieren wollen und die versuchen jetzt hier die große Herbstcup-Nummer noch zu gewinnen. Und jetzt ist es da hinten, das Boot auf der hinteren Bahn, das ein wenig das Nachsehen hat. Das hat hier schon oft gewonnen, aber diesmal nicht. Im Sprinten war Witten mit Mülheim schneller. Das Team von Julia Eichholz gewinnt Disziplin Nummer 4 über die 250 Meter. Und dann die beiden niederländischen Boote, die Fliet auf 3 und Jord auf 4. Das sind die Einläufe hier. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir daraus basteln, weil ich hier auf der Liste auch nicht mehr genau stehen habe, ob die Renngemeinschaft aus Berlin und Kettwig schon 2 oder 3 Mal gewonnen hat. Ich meine, es wäre 3 Mal gewesen, dann wären sie eh sicher, weil dann hätten sie jetzt 5 Punkte und die Renngemeinschaft aus Witten und Mülheim 7. Damit. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter mit Asobos de Vried, mit Amikitia, mit Eltville, Bonn, Worms, Mannheim und der Rudergesellschaft Baden in der Renngemeinschaft auf der Bahn Nummer 2 und auf der dritten Bahn. Das ist Hansa mit Bergedorf und Fari, also die Renngemeinschaft aus Hamburg. Und die sind vorne. Das weiße Boot, es hat sich nach vorne geschoben, unaufhaltsam im Sprinten. Da kommen auf einmal nochmal ganz andere Qualitäten raus als über 750 oder über 2500 oder 4000 Meter. Und hier ist einmal die Umkehrung der Bahnreihenfolge. Da sind auf einmal beide deutschen Boote aus den Rängen 7 und 6 vor dem Rang 5, vor dem Boot aus den Niederlanden. Und auf die Reise. So ist es und wieder erfolgreich, also überhaupt noch kein Fehlstart auf dieser Regatta, großartige Nummer. Jetzt geht's ab auf die Luzi hier, 250 Meter noch einmal für diese 3 Boote. Letztes Rennen für die jeweiligen Ruderer und Steuerleute. Katharina Hornberg auf der 1, Greta Kovac auf der 2 und Helena Rentsch ist, glaube ich, mittlerweile wieder da. Oder muss man gucken, wer ist immer noch substituiert.
Und jetzt haben wir hier das Boot auf der unteren Bahn. Das gibt nochmal richtig Gas. Die Berliner, die machen nochmal ordentlich Betrieb. Komm heran, an das führende Boot der Renngemeinschaft aus Aachen. Reicht es über die Linie? Jawohl! Müsste eigentlich gut gegangen sein für das Team aus Berlin. Natürlich. So, los geht's mit dem vorletzten Rennen. Ich wollte sagen, los geht's mit dem letzten Rennen des Herbstcups. Da war die letzte Batterie dieses Mikrofons alle. Also jetzt geht's hier über die Ziellinie und das führende Boot von Argo ist nochmal kassiert worden durch das der Fabi mit Bremen und Mainz. Die konnten schneller sprinten in den schwarz-weiß-roten Flitzer auf der Startbahn Nummer 3. Haben sie das Ding hier gerockt, die Stuttgarter auf 3 und Bahn 4. Auf der 4 KSV Njord sind hier als Letzte in diesem Feld reingekommen, aber auch eben nur knapp hinter den Führenden ein enges Ding. Hier geht es ordentlich zur Sache und noch einmal geben sie alles auf der Startbahn Nummer 1. Schnelle Schläge, fast 50 in der Minute und das bringt sie nach vorne. Der neueste Ruderverein haut noch einmal einen raus und auf 250 Meter der Länge, das muss man auch erstmal können. Sie schaffen es hier im letzten Rennen des Tages, holen sie sich den Sieg ab, können sich noch einmal freuen. Platz Nummer 2, Andres Delia und Fari aus Hamburg und die Renngemeinschaft Münster. Württingen, sie macht hier den dritten Platz. Ja, das war's vom Wasser, liebe Herbstkap.